Hallo Leute und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming und zu einem, ihr seht schon, neuen Projekt und zwar Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bin echt gespannt, was uns hier in dem Game erwartet. Es soll ja ein bisschen Star Wars sage ich schon, blablabla. Es soll ja ein bisschen Dark Souls angehaucht sein, also rein von den Kämpfen her. Es soll Rätselpassagen geben und naja, wir schauen mal, was uns hier erwartet. Wenn es euch denn gefällt, lasst ruhig ein bisschen Feedback da. Also Kommentar, Like oder auch Abo, würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir schauen mal rein. Ich habe es übrigens noch nicht gestartet. Deswegen, ja, schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. So, jetzt würde ich aber sagen, genug gesabbelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Game. Respawn Entertainment. Electronic Arts. Ah, die Musik ist schon wieder richtig cool. Ah, ich mag Star Wars einfach. Star Wars Jedi Fallen Order. So, ich denke mal, dass wir jetzt hier gleich Optionen kriegen zum Einstellen und so weiter. Schauen wir uns natürlich alles an. Ja, die Nutzungsdinger. Helligkeit anpassen. Boah. Bewege den Regler, das ist Symbol auf der linken Seite. Was ist denn Symbol? Ach, da ist ein Symbol. Ich würde sagen, wir lassen einfach Standard drinne. Und dann wird schon passen. Oh, so, Stereo. Kopfhörer haben wir, ja, genau. Also ich zumindest. Untertitel machen wir ein, dann könnt ihr mal schon mitlesen. So, wir schauen erstmal die Optionen rein. Steuerung, Gameplay, Grafik. Bewegungsunschärfe, das will ich eigentlich nicht machen. Das machen wir raus. Körnigkeit lassen wir drin. Leistungsmodus lassen wir mal raus, weil ich spiele jetzt hier eigentlich auf 4K. Ihr sitzt natürlich nur in 1080p. Genau. So, Audio, das lassen wir alles mal so. Wir können es ja dann im Spiel immer noch einstellen. Ihr könnt es mir auch ruhig sagen, ich kann es immer ein bisschen schlecht einschätzen, ob das dann zu laut ist oder zu leise. Ja, sagt mir einfach dann Bescheid. Extras. Gibt es hier noch eine andere Steuerung? Ach so, nee, wir lassen das mal alles auf Standard. Den muss man im Bus. Boah, die erste halbe Stunde ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, Leute. Aber okay, ich würde sagen, eine neue Reise starten. Ich schauen wir mal den Schwierigkeitsmodus aus. Ah, jetzt, okay. Story-Modus. Ich glaube, wir machen das hier. Boah, oder wir nehmen das hier. Jedi Meister. Ja, komm, wir nehmen das hier. Nehmen wir Jedi Meister. Steht auch drin, kann in den Spielmodus jederzeit geändert werden. Aber komm, wir nehmen die vorletzte Stufe, würde ich sagen. So, Ladescreen.
Ich bin übrigens auf der PS4 Pro, ihr habt es bestimmt zum Anfang schon gesehen, wo ich anmoderiert habe, dass das die PS4 ist. Könnte es natürlich auf dem PC auch spielen, aber ich bin halt ab und zu so, wenn es mir wirklich gar nicht gefällt, dann verkaufe ich das halt wieder gerne. So, aber jetzt viel Spaß bei dem Game. Ich kann deinen Rhythmus, Karl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Mantena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Karl. Mehr Kohle brauchen wir das. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. So, Leute, ich mach mal das Bildmachgerät an. Bin gleich hinter dir. Servus, Leute. Und ja, jetzt will ich sagen, jetzt gehen wir los. Schauen wir mal. So, springen. Ah, hier können wir ausweichen. Okay. Schaut schon verdammt gut aus. Okay. Ihr seid auch eher so ein bisschen Jump'n'Run, was ich gesehen habe, und soll zwischen Episode 3 und 4 spielen. Also, ich glaube, nach den Klonkriegen. Seht ihr ein bisschen nach, Leute? Ich habe zwar alle Star Wars bis jetzt gesehen und ich schaue die wirklich gerne, habe es oft gesehen. Aber alles hundertprozentig einordnen, das ist echt eine Riesengeschichte, Star Wars. Den Vorschub kann man wohl nicht aufhalten. Okay. Ich weiß natürlich auch ein bisschen an, was die hier quatschen. Sie können mir nicht genug zahlen, dass ich scharfe Munition lage. Nur keine Sorge. Du kannst kein Geld ausgeben, wenn du tot bist. Die bekloppten Monteure scheinen das aber nicht zu begreifen. Das solltest du untersuchen lassen. Schon mal cool, dass die alle vertont sind. Ich glaube nicht, dass dieses Werkzeug nicht hier oben. Kann man hier schnell rennen? Nach dir, Junge! Okay. Ah, das Geräusch ist einfach geil. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Racker abwracken. Ich habe ewig keinen Lookalike gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Schaut schon nice aus. Wir haben noch keine Karte oder sowas. Hier schaut also nur durchkanten. Achtung! Vorsicht! Was ist nur? Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Klettern? Ah, okay. Ich
sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Müll? Aber kein zugelassener Müll. Also kein zugelassener Müll? Okay. Okay, ich glaube, hier kann man schwingen oder so. Okay. Was für eine Idee? Ganz ruhig. Los! Bin gleich wieder weg. Hier kommen wir. Ich dachte, du solltest Stabilisator ersetzen. L2, okay. Okay, sieht mir ein bisschen nachher, wenn ich erst ein paar Male vielleicht fail oder so, aber ich muss mich erstmal an die Steuerung gewinnen. Beeil dich, dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits förmlich riechen. Es wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Okay. Weißt du nicht, Kerl? Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Gehen wir hier rüber. Kann man hier runterfallen? Schaut eher nicht so aus. Okay, ich will auch nicht runterfallen. Hört sich an wie Schrottratten. Cool gemacht. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Die gefallen mir echt gut. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Okay, da oben ist er schon. Wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Fallen lassen. Okay. Wow. Ein bisschen was von Tomb Raider. Zum Klettern. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Dafür müssen wir runter, oder? Halt ihn doch fest. Okay. Hui. Ich denke mal, hier müssen wir wieder rutschen. Okay. Beeilung, wir
muss ich echt mal bemühen, ob man nur L2 gedrückt halten muss oder nur einmal L2 drücken muss, weil ich glaube, man muss noch einmal L2 drücken, dass man sich dann auch festhält. Ja, das werden wir rausfinden. Boah! Heftig, was ist das für ein Vieh? Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Ich lasse es mal los, okay. R3 ziehen. Alles klar, du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Oh, alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Okay. Fertig. Moment, ich mach das. Okay, also muss man anscheinend nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schutzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Finderlohn für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Prof, alles okay? Kerl, ich komm nicht raus! Prof, durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Prof! Seine Macht, Mensch! Nein! Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ich sitze nur fest. Kein Pilot. Können wir auf und durchhalten. Vorsicht, Kerl. Achtung. Das Ding kann kaum fliegen. Moment. Geht's dir gut? Ja, ich hab nur einen Eisenträger auf mir drauf. Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Vergiss, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein paar Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja.
okay bei dir? Ja. Und du? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier wirst du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Dorf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Ich glaube, wir können uns bewegen. Das schaut schon sehr cool aus. Pro? Hier. Wo fährst du hin? Okay, es geht hier auf. What? Okay, was ist hier los? Hier, wenn er jetzt mit die zwei. Gehen einfach mal. Kann ich hier schneller rennen? Oh! Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Okay. Wir halten an, Prof. Ja, was geht hier vor? Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Aus. Dieses Geräusch, geil.
Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium sind wir doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Seh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Was ist das? Überprüfe die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Jetzt wird gekämpft. Okay, wir haben das erste neue Lichtschwert benutzt, Leute. Und damit würde ich sagen, war es das auch schon mit der Folge. Wir schauen auf jeden Fall natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht, ist klar. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.